Die Privatleute haben uns mit ihren Autos zum Evakuierungspunkt gefahren und da wusste dann keiner für Stunden, was passieren würde. Die Leute sind übers Meer mit Schiffen evakuiert worden, aber auch mit Bussen, und dann hieß es irgendwann, dass die Busse nicht mehr fahren können wegen dem Feuer, und die Leute sind sehr panisch geworden am Strand und haben sich gegenseitig geschubst und wollten halt alle auf diese Boote drauf.